Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und da freue ich mich gleich auf Thorsten Queschning als meinen Studiogast, musikalischer Leiter von Tangerine Dream und da gibt es Spannendes, Neues zu hören bzw. zu berichten. Hier ist ganz neue Musik von Tangerine Dream, Continuum.
ganz neue Musik von Tangerine Dream, Continuum, aus einer gerade veröffentlichten EP. Heute bei mir zu Gast der musikalische Leiter von Tangerine Dream, Thorsten Queschning. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Schönen guten Abend, hallo Olaf. Von mir gerade schon erwähnt, es gibt von Tangerine Dream, bevor dann Anfang nächsten Jahres eine komplett neue Platte erscheinen wird, jetzt eine EP mit insgesamt 3 neuen, teilweise sehr langen Stücken, plus 2er Remixe. Ich könnte mir vorstellen, dass den Plattentitel viele falsch aussprechen. Wie lautet er richtig und was bedeutet er? Das ist sehr schön. Das ist Probe, aber geschrieben wie Probe. Das heißt eigentlich so Raumkapsel, Probe oder halt so ein, dass man so abschießt, so eine Art Testballon. 6-6-8, ja. Was hat es mit diesen kryptischen Zahlen auf sich? Das könnte folgende Sachen haben, dass es 1-5 gegeben haben könnte, oder es könnte auch profan eine Hausnummer sein, eines Studios. Da sind wir uns nicht einig. Okay, das große Geheimnis. Seit dem Tod des Tangerine Dream Gründers Edgar Fröse im Januar 2015 bist du der musikalische Leiter der Gruppe und führst auch gemeinsam mit deinen Mitstreitern die TD-Vision fort. Du gehörtest auch schon viele Jahre zuvor zum Line-Up. Wie viele Jahre bist du mittlerweile bei Tangerine Dream? Angefangen habe ich im Studio dort 2003 und erstmal Studioarbeit und bisschen Sounddesign und so weiter mithelfen und auch bei dem Purgatorio. Wir haben uns ja mal 2004 in der Festival Hall gesehen, da war ich immer noch hinten neben der Bühne. Okay. Genau, und ab 2005 oder beziehungsweise das erste Album war ja Jeanne d'Arc 2005, Anfang 2005, was ja nicht einfach so erscheint. Das heißt, seit 2004 haben wir schon zusammen komponiert und Sachen erstellt. Wir spielen ja heute fast alle Stücke der Probe-EP, die mit 40 Minuten Spielzeit ja schon fast eine Länge einer LP hat. Das erste Album nach Edgars Tod, was auch noch auf musikalischen Ideen von ihm basierte, war die Quantum Gate, die erschien 2017. Im kommenden Jahr erscheint dann der Nachfolger, der, glaube ich, Raum heißen wird. Warum hat es doch relativ lange gedauert mit dem neuen Album? War es schwierig, wieder so innovativ einen neuen Ansatz zu finden? Insgesamt ist es ja immer ein Prozess von, also wir wussten auch nicht nach Quantum Gate, wie wird es, wie funktioniert das? Wollen die Leute es noch hören? Dann gab es wirklich ausführliche Touren, was auch in der Relation wirklich auch zu den letzten 15, 20 Jahren Tangerine Dream wirklich eine Menge war. Schön war es auch, sich zu finden. Wir spielen ja am Ende eines jeden Konzertes eine sogenannte Session. Das ist irgendwo zwischen Echtzeitkomposition und Improvisation. Und die Idee war, das Gelernte von der Bühne, dass Dinge zeitgleich passieren. Und beim Studio ist normalerweise, man spielt eine Spur, nimmt dann die nächste einfach danach drüber auf. Und innerhalb einer Session-Situation spielen Dinge alles gleichzeitig. Und darum sind auch viele Sachen dadurch interaktiver. Das heißt, wenn man Sachen immer zeitgleich hört, würde man vielleicht auch kleine Filtereinstellungen anders vornehmen als beim Nacheinander, also im Prinzip nach dem seriellen aufnehmen. Und von daher wollten wir beide Ideen, die Studio-Geschichte, also dass alles in einem kontrollierten Umfeld passiert und möglichst gut klingt, aber verbunden mit gemeinsamer Aktion. Auch auf der EP und auch auf dem Raumalbum, das dann im nächsten Jahr rauskommt, sind aber auch Edgar-Spuren drauf. Zurück zu dem eingangs gehörten Titel. Ich erläutere oder lasse gerne in dieser Sendung auch erläutern, so Making-of-Geschichten. Welches Instrumentarium habt ihr bei Continuum verwendet? Continuum ist ein, das ist eine Art Moog-Modularsystem, also so ein 5AE, allerdings von der Firma Marienberg. Das ist in der Richtung Halle Dresden ansässig, mit unfassbar viel Liebe zum Detail gemacht. Da werden sogar, ich glaube, die Buchsen handgefräst. Klingt großartig. Das hatte ich gebraucht gekauft von einem NDW-Keyboarder. Hatte ich zufällig bei eBay gefunden. Und ganz tolles Instrument. Also die Hauptsequenzen kommen vom Marienberg, der Bass sicherlich wieder vom Moog Voyager. Die Melodien gehe ich. Also ich glaube, das war eine Mischung aus FM und dem Novation Peak. Das ist so ein Hybrid-Analog-Synthesizer. Das ist sehr schön.
gerade schon von dir angesprochen, seit einigen Jahren ist es eine tolle Tangerine Dream Tradition bei Konzerten, dass ihr eine improvisierte Session spielt, die dann auch später auf CD bzw. Vinyl erscheint. Wie viele Session-Veröffentlichungen gibt es mittlerweile? Es gibt 7. Wir arbeiten gerade an einer weiteren. Es gibt auf Bandcamp allerdings noch so kleine, die nämlich wiederum nicht physisch veröffentlicht wurden. Aber offiziell bei The Sessions 7. Im November vor 3 Jahren habt ihr auch neben Sascha Pereira und Panthère du Prince im RBB-Sendesaal beim ersten Elektrobeats-Festival gespielt. Und daraus hören wir jetzt einen Ausschnitt, bevor wir uns weiter über die Tangerine Dream Probe 6-8 EP unterhalten. Thank you.
Radio 1. Elektrobeats. Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und das war zunächst ein Ausschnitt aus dem Tangerine Dream Konzert während des ersten Elektrobeats Festivals im November 2018 im RBB Sendesaal, erschien dann auch auf der Sessions 6 CD. Danach gehört Morning Spring Cold Cut featuring Suzanne Jani aus einem Cold Cut Ambient Sampler, der jetzt im November erschienen ist und auf dem auch noch weitere tolle Gäste vertreten sind, wie Helena Hauff oder Ryuichi Sakamoto. Suzanne Jani habe ich übrigens mal vor vielen, vielen Jahren auf einem Festival in Holland getroffen und interviewt. Sie ist ja unter anderem auch eine
Könnerin auf dem Buchla-Synthesizer. Heute bei mir zu Gast Thorsten Queschning von Tangerine Dream. Wir sprechen über die ganz aktuelle Probe 6-8 EP. Thorsten, ich habe gelesen, dass die neuen Kompositionen auf Arrangements von Edgar Fröse basieren. Er ist auch als Komponist aufgeführt auf dem Cover. Auf was habt ihr da zurückgegriffen? Wir haben von Edgar noch Festplatten und auf verschiedenen Ebenen, zum Teil auf MIDI-Basis, zum Teil Cubase-Arrangements. Bei Probe und auch auf Raum haben wir dieses Mal mehr Melodien benutzt. Also das ist basiert nicht auf Edgars Sachen, sondern wir haben Edgars Melodien genommen und im Prinzip die Arrangements dahin reharmonisiert, dass die Melodien noch auf die Harmonien und Akkorde passen und den Rest drumherum gebaut. Aus welchen Jahren waren da so diese Festplattenaufnahmen? War das zu rekonstruieren? Die meisten, das hängt aber auch mit vielen Computerwechseln im damaligen Tangerine Dream Studio zusammen, sind halt von 2001 bis 2015. Wir haben allerdings auch noch Otari-Bänder. Das sind diese alten Mehrspurbänder. Und da ging es dann zurück bis Anfang der 80er Jahre. Ihr agiert bei Tangerine Dream wieder im klassischen TD-Dreier-Line-Up, neben dir noch Paul Frick und Hoshiko Yamane. Wie war es bei der Produktion des neuen Albums? Gibt es da so eine musikalische Rollenverteilung? Und vielleicht kannst du noch einmal darauf eingehen, welche Instrumente ihr generell bei der Produktion von dem neuen Album zum Einsatz gebracht habt? Das haben wir in verschiedenen Schritten unternommen. Wir hatten erst eine Art Kompositionsstudio gemietet, wo wir uns mehrmals die Woche trafen. Dort standen unsere mehr oder weniger Live-Setups. Das heißt, bei Paul dann halt der SR-101 und sein Juno. Hoshiko hat halt Looper, Geige und einen kleinen Moog Minitower und ich habe halt mein Modularsystem und die ganzen Synths um mich rum, zum im Prinzip so Einschwingen und Finden von Melodien und so weiter. Im letzten Jahr war es natürlich nicht einfach, ständig Räume zu finden, aufgrund der ganzen Distanzwahrung und sowas. Seit April haben wir jetzt ein wirklich schönes Studio, wo wir uns sehr häufig zusammentreffen, wo alles gemeinsam funktioniert. Und seitdem arbeiten wir auch sehr detailliert dran. Ich glaube, das ist auch zum ersten Mal eine andere Herangehensweise, weil wir nicht die Idee hatten, die Dinge live umsetzen zu müssen, weil es einfach schlichtweg keine Konzerte gab. Mhm. Und von daher konnte man Sachen anders arrangieren, mehr detailliert, vielleicht auch härtere Brüche, die im Fluss einer Performance sozusagen wahrscheinlich nicht möglich wären. Wie war so eure Herangehensweise, also für die EP und dann auch für das Album, was im nächsten Jahr erscheint? Kommt da jeder von euch mit Ideen und im Probenraum oder in eurem Studio finalisiert ihr das dann gemeinsam? Ja, zum Teil entstehen die Ideen gemeinsam, wenn man sich trifft. Und das ist ja auch alles interaktiv. Ich meine, das, was man davor sagt, geht sicherlich in die Findung der nächsten Melodie über. Zum anderen brachte auch Hoshiko viele Streicher-Arrangements mit irgendwie so ein bisschen Steve Reich-eske 16 Spuren übereinander, die sich verschachteln. Was bei mir lustig war im letzten Jahr, ich habe seit langem die Synths benutzt, die ich nicht live benutze, weil in dem Kompositionsproberaum mein Live-Set stand und so waren alle Synths, so ein Arp 2.6, ein Odyssey, also die Sachen, die ich eigentlich ein bisschen stiefmütterlich behandelt habe, habe ich sehr häufig benutzt und dann die Spuren in den Raum mitgebracht. Das fast 15-minütige Hauptwerk auf der EP ist Raum, sicherlich dann auch Bestandteil des Tangerine Dream Albums, das im nächsten Jahr erscheinen wird. Sind da auch die anderen beiden Titel der EP vertreten? Nein, Paraguay definitiv nicht. Continuum und Raum werden schon auf dem richtigen Album, also auf dem Longplay-Album auch landen. Ein frühes Tangerine Dream-Album hat auch mit Zeit einen deutschen Titel, diesmal Raum, lange nach einem griffigen Titel gesucht? Ich meine, diese Zeit-Raum-Geschichte ist schon natürlich auch in der Richtung Quanten, Gears, natürlich naheliegend. Das hat aber, wir fanden die Idee Raum
schön, weil Dinge passieren, also ziemlich simplifiziert, Dinge sind zusammen in einem Raum passiert. Raumzeit, Raum finden. Ich glaube, durch die neuen Klänge bzw. die neue Spielart von Paul, der sicherlich ganz andere Spielanlagen hat oder Kompositionsanlagen als Hoshiko oder ich. Er spielt sehr kurze Töne, sehr viel Staccato, weil er einfach wahrscheinlich das deutlich bessere Timing auf dem Klavier hat. Das ist vielleicht auch bei Brandbauer Frick so ein Stilelement. Genau, ja. Richtig. Und dadurch entsteht mehr Raum für den Rest auch, weil seine sehr, sehr kurz sind und mehr, sag mal, mehr Raum zwischen den verschiedenen Noten auch dort entsteht. Also das sind ein paar Erklärungen, aber ich finde das ganz nett. Also auf vielen Ebenen war es ein schönes Wort. Und ich denke, dass Raum kann man auch nicht deutschsprachigen zumuten. Wir begeben uns jetzt also fast 15 Minuten in den Raum. Neue Musik von Tangerine Dream.
Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und das ist heute Thorsten Quaschning von Tangerine Dream, mein Studiogast. Jetzt ganz aktuell erschienen ist die EP Probe 6-8, der dann im nächsten Jahr ein komplettes Album folgen wird. Das heißt Raum. Wann genau ist Veröffentlichungsdatum und wie viele Stücke werden darauf zu finden sein? 7 Stücke und Ende Februar. Das ist wahrscheinlich vor der Märztour. Und das wird ein Doppelalbum, ja? Ja, genau. Der Veröffentlichung schließt sich dann, wie du gerade schon erwähnt hast, hoffentlich auch eine ausgedehnte England-Tournee an. Über die sprechen wir ausführlich noch in der zweiten Stunde. Auf der EP gibt es auch 2 Remixe von Raum, dem Stück und Continuum. Die Remixerin bzw. der Remixer sind aus dem Berghain-Umfeld. Warum fiel die Wahl auf Sie? Grand River hatte ich im Vorfeld schon in verschiedenen Magazinen gesehen. Das ist eine Produzentin, genau, ja, oder Musikerin. Hm? Richtig. Und überlegte eigentlich sie zu Behind Closed Doors. Ich hatte so eine Streaming-Serie 20. So eine Konzertreihe, genau, von dir. Richtig. Hm? Und, aber das ergab sich nicht. Und ich finde das ziemlich erfrischend, was sie da macht. Und hat auch einen anderen Zugang dazu. Und das fand ich sehr interessant. Barker und Paul haben einen gemeinsamen Freund, der Instrumente herstellt und bastelt, also ganz verrückte Dinge. Glockenspiele, die mit kleinen Hydraulik-Schlägeln dann MIDI-ansteuerbaren Glockenspiel spielen, ein Xylophon und sowas. Und der Kontakt kam darüber zustande und ich finde die beiden Remixe sehr gut. Gerade bei Barker, das glitzert sehr schön oben, das mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Hier ist Tangerine Dreams Continuum im Barker Remix. Das ist ja ein Engländer, der in Berlin lebt. Und dem schließt sich ein kurzer Ausschnitt aus der aktuellen Thorsten Quaschning Soloplatte Arma an. Und über die werden wir dann in der zweiten Stunde sprechen. Thank you.
35 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
Radio 1 Elektrobeats mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Thank you.
Horizont, Blaues Meer aus der Thorsten Quaschning Soloplatte Arma und Thorsten Quaschning, musikalischer Leiter von Tangerine Dream, der auch Soloplatten veröffentlicht und in diverse andere Musikprojekte involviert ist, begrüße ich auch noch in der zweiten Elektrobeat-Stunde, zu der ich Ihnen viel Spaß wünsche. Thorsten, du bist nicht nur mit Tangerine Dream auf Tournee, produzierst mit deinen Mitstreitern neue TD-Musik, du bist auch solo extrem viel konzertmäßig unterwegs. Da gibt es die Session-CDs von dir, dann gab es die zahlreichen Behind-Closed-Doors-Konzert. Du warst auch noch der Chef von Picture Palace Music. Da war eure Spezialität die Vertonung von Stummfilmen. Bist du da auch noch aktiv oder fokussierst du dich eher auf Tangerine Dream und deine Solo-Sachen? Momentan sicherlich bei Picture Palace Music. Warten wir eigentlich drauf, dass wir uns alle wiederfinden sozusagen. Ihr pausiert gerade, ja? Genau, es wohnen immer weniger Leute. Und hier und da, also wenn es ein Picture Palace Album geben sollte, dann sollen aber auch alle Leute spielen. Das finde ich, also sonst kann ich auch mal, genau. Eingangs gehört ein Ausschnitt aus deinem aktuellen Soloalbum Arma, Untertitel Japanese Pearl Divers. Das klärt auch schon etwas auf, worum es auf dem Album geht. Was ist da der thematische Schwerpunkt und wie kam es dazu? Das ist eine Zusammenarbeit mit einem kontemporären Tanztheater über japanische Perlentaucherinnen. Und in verschiedenen Akten sollte es im Theater geben. Durch Corona gab es halt eine Videoinstallation in verschiedenen Festivals. Und das ist die Musik dazu. Darum für mich sicherlich auch rhythmischer als sonst, weil dazu müssen sich Leute bewegen. Verschiedene Bilder, die auch die Namen der Titel sind. Also, ja, es geht halt um. Also, Arma sind so ein altes japanisches, so eine Tradition, die gibt es seit vielen hundert Jahren. Das machen nur Frauen und die tauchen ohne Schnorchel und ohne Sauerstoffflaschen tief runter und suchen nach Perlen und auch Meerestiere, die sie verkaufen können. Es gibt in einem James Bond auch eine Arme zum Beispiel. Genau, und das war ein Tanztheater. Wie stimmt man sich auf so eine Produktion ein? Sieht man Dokus, liest man Bücher, hört man japanische Musik oder geht man ganz unvorbelastet dran? Wie war deine Arbeitsweise? Ziemlich genau das, also das Erste. Ich habe Bücher gelesen und viele Dokumentationen darüber angeschaut. Wiederum auch sehr im Kontakt zu der Choreografin Yuriko. Einfach, was sie sich vorstellt, in welche Richtung es gehen soll. Das ist ja auch die Geschwindigkeiten für Tanztheater. Ich habe das bisher noch nicht gemacht. Wichtig ist ja zum Beispiel, dass die Bewegungen doppelt so schnell und halb so schnell passieren können. Darum sind manche Tempi zum Beispiel sinnvoller oder sinnergebener als andere. Also es gab da schon irgendwie Vorgaben von der, genau, Choreografin. Ja. Kann man diesen Film oder diese Tanzperformance irgendwo sehen auf YouTube oder so? Ich glaube, es gibt von den Festivals, das müsste ich nachreichen, ein paar Vimeo-Links. Aber das wird auch auf verschiedenen anderen Tanzfestivals dann auch laufen demnächst. Das nächste Stück aus dem Album heißt Jetzt und Hier. Warum? Ich kenne eher das Sprichwort Hier und Jetzt. Viele der Titel waren Übersetzungen aus den japanischen Vorgaben. Und so kamen auch recht unübliche, wie am verheirateten Felsen. In dem Falle ist das wirklich eine Felsenkonstellation vor der Küste, die so verbunden sind, dass sie wie verheiratete Felsen wirken, aber das ist wirklich der Eigenname. Und Jetzt und Hier war einfach die Übersetzung. Und ich fand es ja schon Hier und Jetzt, ich meine, beides ist richtig. Hier ist ein Ausschnitt aus Jetzt und Hier, gefolgt von Paragai, einem weiteren Titel aus der neuen Tangerine Dream EP Prop 6-8. Thank you.
Und jetzt was Eigenes. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist LNN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm. Hallo, mein Name ist Delia de Friends. Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Jetzt auch als Podcast. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt und natürlich nur für Erwachsene. Thank you.
jetzt und hier aus dem Thorsten Quaschning Soloalbum Arma und Paraguay aus der aktuellen Tangerine Dream EP Prop 6-8. Und Thorsten Quaschning, musikalischer Leiter von Tangerine Dream, ist heute mein Elektrobeats-Studiogast. Welche Geschichte hat Paraguay? Welche musikalische Vision hattet ihr für diesen Titel und welches Equipment kam da zum Einsatz? Der basiert, also diese Melodie ist sehr Edgar und das ist einer seiner Sample-Sets in dem Klavier Nordwave gewesen. Die Sequenzen sind einfach mein Modularsystem mit Mini-Tower und also das ist ja eine ganze Menge. Der Anfang, das war, erwähnte ich eingangs, das ist der Arp Odyssey, den ich wirklich nicht häufig benutzt habe, aber da die Sachen in dem Kompositionsraum stand, das habe ich dann zu Hause aufgenommen. Der Titel, wir haben ein albernes Maskottchen in unserem Studio, also ein kleiner blauer Stoffpapagei, der aber ziemlich wirr guckt. Und aus diesem Grund... Ist so ein Paraguay so eine Wortschöpfung? So eine, also für also Papagei? Ein Papagei, der Para... Also er guckt sehr wirr, sagen wir es mal so. Okay. Er hat auch ein... unfassbar auf diesem Weg. Ich meine, Paraguay TD hat auch einen ganz kleinen Instagram-Account, wo er sehr launisch Dinge aus dem Studio mitteilt. Wir sollten vielleicht noch nachreichen. In der ersten Stunde haben wir das längste Stück auf der EP gehört. Raum, so wird auch dann das Album heißen. Vielleicht da auch ein bisschen paar Bemerkungen noch zur Making-of-Geschichte. Wieder viele Sequenzen am Ende, sehr ausgeprägt der Hoshiko-Part, der sicherlich irgendwie ein kleines Streichquartett, beziehungsweise mit doppelter Geige halt. Von Hoshiko, der Mittelteil, polyrhythmische Sequenzen, diese schnellen Melodieläufe, das ist meist Paul, der irgendwie seine 101 oder auch mein MS-20 genommen hatte. Die Pads sind wieder eine Mischung aus dem Peak und ein paar Melodielinien sind auch FM-Synthese. Das ist eine Mischung aus dem DX7, das ist unten TX-802, das ist ein vierfacher DX7 im Rack und den neuen kleinen Opsics von Korg, was alles dieselbe. Ein wichtiger Faktor bei Tangerine Dream war auch immer die visuelle in Konzerten, aber auch was die Artworks anbelangt. Vielleicht erzählst du an dieser Stelle mal etwas über das Cover der EP. Und es gibt ja auch ein Video zum Titeltrack des Albums dann, also zu Raum. Ja, durch die Dokumentation über Tangerine Dream und auch dieses wirklich, finde ich, sehr charmante und auch prägnante Videomaterial, das Edgar früher immer gefilmt hat, diese 8mm Aufnahmen, war die Idee, das Musikvideo auch in auch wirklichen 8mm zu drehen. Also nicht digital und dann stumpfen 8mm Effekt drüber zu legen, sondern wirklich 8mm Kamera mit allem Für und Wider, die es mit sich bringt. Das heißt, man hat ja keine richtige Tonspur, das heißt, das Synchronisieren. Bildton ist dann nicht so einfach, die Gleichlaufschwankungen von den Motoren in den alten Kameras, aber es hat eine wirklich für mich sehr schöne, charmante und warme Optik. Und das Cover, also das ist das Konzept für die Artworks, also Cover der EP des Albums und auch im Prinzip jetzt die nächsten Veröffentlichungen drumherum, Videos und auch ein Teil der nächsten Tour wird ein bisschen dran angelegt sein. Die EP basiert auf Aufnahmen von Edgar. Ja, genau, das sind auch Edgar-Bilder. Ich habe jetzt Musik aus der ganz neuen Rival Consoles-Platte Overflow aufliegen. Musik auch zu einer Tanzperformance. Daraus hören wir das Stück Flow State. Und Thorsten, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Titel dir auch gefällt. Hier ist Neues von Rival Consoles.
State aus der neuen Rival Consoles Platte Overflow. Mein Radio 1 Elektroid Studiogast ist immer noch Thorsten Queschning von Tangerine Dream und unser Hauptthema ist die neue EP Probe 6-8. Ich sprach schon an, nach Veröffentlichung eures Albums Raum Anfang nächsten Jahres geht Tangerine Dream auf große England-Tournee. Man kann nur hoffen, dass sie auch stattfinden kann. Welche Stationen sind da alles geplant, beziehungsweise wo kann man sich informieren? Auf unserer Homepage natürlich, aber es ist ein ganz toller dabei. Es ist halt das Roundhouse in London, es ist zum Teil, es sind auch die Coventry Cathedral ist wieder dabei. Das sind wirklich recht viele. Ich meine, es geht, es beginnt in Belfast, dann Dublin, Manchester, Edinburgh, Glasgow, Newcastle, Liverpool, Coventry, Cambridge, Birmingham, Leeds, Bristol, Exeter, London, Greymouth, Southampton und Brighton. Danach geht es dann kurz nach Niederlande. Kann man nur die Daumen drücken, dass das alles so stattfinden kann. Du wolltest noch nachreichen, ein paar Informationen zu den Artworks. Genau, das hatte ich, glaube ich, nicht richtig ausgedrückt. Das sind wirklich Stills, also das Cover von der EP und auch wahrscheinlich vom Album. Das sind Stills aus 8mm, die Edgar gedreht hat. Als nächstes habe ich das Tangerine Dream Stück Raum im Grand River Remix aufliegen. Da haben wir schon in der ersten Stunde drüber gesprochen. Das ist eine Musikerin, auch aus dem Berghain-Umfeld. Vielleicht nochmal die Geschichte, wie ihr auf sie gestoßen seid. Das ist Amy, wohnt auch in Berlin. Ist was für eine Landsmännerin? Italienerin mit Einfluss aus Niederlanden und wohnt gerade in Berlin. Der Kontakt kam über einen gemeinsamen bzw. einen Eastgate-Mitarbeiter zustande. Ich hatte ja vorher halt, wie gesagt, schon für Behind the Doors, also im Auge gehabt, habe viele kleine ihre, ich glaube, Wohnzimmer-Videos gesehen und fand das sehr, sehr charmant und auch schön unkitschige Modularmusik mit trotzdem auch, zum Teil spielt sie auch eine Flöte und auch ihren Gesangseinsatz immer so schön kurz.
finde ich sehr fein. Vor dem Grand River Remix von Raum hören wir Musik von Transhuman Art Critics. Das ist eine Art Supergroup, zu der gehören Anna Wilson, Lothar Manteuffel, früher bei Rheingold, dann mit Karl Bartos als Electric Music firmierend, Max Dax und nicht zuletzt Emil Schuld, Maler, Poet und audiovisueller Künstler, bekannt auch für seine Cover für einige Kraftwerkplatten und seine Texte, bevor dann im nächsten Jahr ein komplettes Album von Transhuman Art Critics erscheint, liegt jetzt mit Updates the Future eine limitierte 3-Track-EP vor, aus der habe ich jetzt Music Updates, Love Updates Music aufliegen, gefolgt von dem Remix des Tangerine Dream Stücks Raum. Update your love. Update the music. Update your love. Update the music. Update your love. Update the music. Love updates music. Beats.
Musik von Transhuman Art Critics aus ihrer EP und der Grand River Remix des Tangerine Dream Stücks Raum erschien jetzt auf der EP Probe 6-8 und zu deren Vorstellung ist heute der Tangerine Dream Musiker Thorsten Questioning mein Studiogast. Abschließend ein kleiner Ausblick über TD, Albumveröffentlichung und Tournee haben wir gesprochen. Vielleicht sollten wir nochmal erwähnen, für wann das Album avisiert ist im nächsten Jahr? Für Ende Februar. Unlängst warst du ja Special Guest beim Schiller-Konzert auf der Waldbühne. Was liegt in der nächsten Zeit neben der Tournee von Tangerine Dream noch an? Weitere Soloprojekte von dir? Ich komponiere gerade eine weitere Filmmusik, also für eine Dokumentation, die wahrscheinlich noch Ende des Jahres, wenn ich die Deadline nicht reiße, rauskommt. Dann im nächsten Jahr und noch Kooperation natürlich und Kollaboration. Hoffentlich, also es macht mir unfassbar mit Christopher Spaß und ich hoffe. Und dann habe ich noch in diesem Jahr auch einen Gitarrist meiner englischen Band bei mir im Studio und da werden wir sicherlich im nächsten Jahr wahrscheinlich auch ein Konzert oder ein, zwei dazu spielen zum Album-Release, dann aber Ende des Jahres erst. Unter deiner Federführung gab es auch die Behind-Closed-Doors-Konzerte in verschiedenen Locations, glaube ich, drei Staffeln. Wie viele Konzerte insgesamt und vielleicht kannst du da ein paar Namen nennen. Ihr habt ja da immer Konzerte gegeben, die konnte man dann per Streaming verfolgen, aber sehr hochkarätig auch besetzt. Ja, das war die erste Staffel war in der Uferfabrik, die zweite im Lido, die dritte, die noch nicht ausgestrahlt wurde, wieder in der Uferfabrik. Ich glaube, wir haben 26 ausgestrahlt, haben noch, wahrscheinlich sind es 31, 32 mit der letzten Staffel, wenn sie dann von Lühl bis Harald Großkopf, natürlich Paul Frick, Hoshiko Yamane, das sind die naheliegenden. Markus Reuter für ein Stickman, das ist die Band von auch Tony Levin von King Crimson und Peter Gabriel. Dann auch Sachen, die nicht auf den ersten Blick. Von den so, Swans war auch. Ja, ganz. Christoph Hahn fand ich ganz, ganz toll. Toll, ja. Das habe ich auch verfolgt. Zum Beispiel, ja. Und der Schlagzeuger von Sido und Kollege. Ich glaube, Kollege, genau. Ein unfassbar guter Typ, der so Drum and Bass Schlagzeug in Echtzeit auch spielen kann. Jan Pfennig, Stix ist sein Name, der ist auch eigentlich Autor für Schlagzeugbücher. Dann Shiran, die spielt Geige bei New Model Army zum Beispiel. Waren wirklich nette Sachen dabei. Benjamin Schwenen, Gitarrist, der zwischen Tanzwut und Beatrice Egli einiges mitbringt, aber unfassbar guter Gitarrist und auch immer in Extremo spiele auch und die Alben. Thorsten, du veröffentlichst regelmäßig auch Solo-Session-CDs. Wie viele gibt es da mittlerweile? Eine deiner letzten trägt ja den Titel Autokino-Session. Mhm. Darauf zu finden auch dein Auftritt beim Edgar Fröse Memorial Day Festival im Januar 2019 und dein Autokino-Konzert in Ingolstadt im Juni 2020. Daraus hören wir auch gleich einen Ausschnitt. Da warst du, glaube ich, Support Act für, ja. Ja, für, also die, auf die, das erste Stück, wenn man die, die CD umdreht, auf der einen Seite steht das Ballhaus. Das war zum Memorial Day und andere behalten im Auto. Kino, großes Open-Air-Festival, wo ich HP Hans-Peter von Scooter einlud, die Zeit des Sonnenuntergangs zu überbrücken, weil brauchen halt Dunkelheit für, also komplette für ihre ganzen Laser- und Lichtanlagen. Und im Prinzip war mein Part dort ein Ambient-Set zu spielen. Für voll mich, Scooter, ja, okay. Ja, also für mich ist also eine gute Mischung. Ich meine, ich habe, glaube ich, noch nie so schnell eine Session gespielt. Ich meine, aber jetzt von der reinen BPM-Zahl, da lag ich wahrscheinlich schon bei knapp 120, was für mich sehr, sehr schnell ist. Es kam erstaunlich gut an und ich dachte, gerade im letzten Sommer, in dem alles anders war als vorher, kann man auch diese Sachen machen. Und ich fand das sehr, sehr angenehm, ehrlich gesagt. Zurückgekehrt zu meiner Eingangsfrage, wie viele Session-CDs gibt's? Es gibt, glaube ich, 6. Es gibt ja auch die gemeinsame mit Paul Frick von der Superbooth-Bühne. Ja, 6 Stück. Aber es wird demnächst auch wieder weitergeben. Mein heutiger Elektrobeat-Studio-Gast war Thorsten Questioning von Tangerine Dream. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Viel Erfolg mit der neuen EP, dem Album, das dann Anfang nächsten Jahres erscheint.
Und natürlich eurer Tournee, die hoffentlich wie geplant stattfinden kann. Danke dir. Vielen, vielen Dank, auch von mir. Thank you.
Beats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.